Also, wir sind soweit. Okay, wir können also sprengen. Haben Sie noch mal alles gecheckt? Jetzt ist die letzte Gelegenheit. Ich weiß, was ich tue. Ist ja schließlich nicht das erste Mal, dass ich so eine Hütte hochjage. Okay, okay, war ja nur eine Frage. Also. Auf geht's. Entschuldigung, was machen Sie denn hier? Das sehen Sie ja, oder? Sagen Sie, wie kommen Sie eigentlich durch die Absperrung? Das ist verboten. Bitte. Ich wohne hier in der Straße schon 40 Jahre und da lasse ich mich nicht einfach absperren. Jetzt, Sie machen mir Spaß. Passen Sie auf, gleich gibt's ja einen riesen Rums. Gehen Sie bitte sofort zurück. Ja, warum denn? Ja, warum? Weil die Villa hier gesprengt wird, darum. Die Villa? Ach, das ist aber schade. So ein schönes Haus. Total verrottet, die Bausubstanz. Hat sich 30 Jahre keiner mehr drum gekümmert um den Kasten. 40 Jahre. Solange ich hier wohne, hat sich da keiner mehr drum... Sag ich ja, aber jetzt kommt da ein schönes Thermalbad hin. Bitte. Und gespukt hat's da drin. Was erzählen Sie da? Gespukt, glauben Sie es mir. Ich wohne hier schon 40 Jahre. Ich kenne jedes Haus. Aber da oben, im Turm, hinter dem Fenster, da hat's gespukt. Unsinn. Na, wenn ich's Ihnen sage, 40 Jahre. Ja, ja, gleich hat sich's ausgespuckt. Nun gehen Sie aber bitte nach hinten. Ne? Moment mal. Das darf nicht wahr sein. Oh, mon Dieu. Gottes Willen. Ich denke, Sie waren im Haus und haben nachgeguckt. Aber war ich doch, aber da war niemand. Ich schwör's Ihnen. Denn in das Haus? Guten Tag. Wie sind Sie? Waren Sie? Sind Sie? Wer sind Sie? Freifrau Henriette von Südeck. Mon Dieu, meine Villa, was haben Sie... was haben Sie mit meiner Villa gemacht? Ihre Villa? Das war Ihre Villa? Na, das kann nicht sein. Wie sagten Sie, war Ihr Name? Von Südeck. Freifrau Henriette von Südeck. Ja, was, wo soll ich denn jetzt hin? In Katastrophe, in Grand Katastrophe. Ist doch hoffentlich nichts passiert. Entschuldigung, wie lange sind Sie denn schon da? Ich meine, wie lange wohnen Sie denn da schon? 40 Jahre. 40 Jahre, wenn nicht mehr. Das ist die. Wer? Na, die da rumgespukt hat in dem Haus. Aber hört sie auf! Ich habe das Haus beobachtet. 40 Jahre. Und da oben im Turm hinter dem Fenster, da hat's gespukt. Naja, als das Fenster noch da war. Wie heißt die Frau? Wir müssen ihre Personalien aufnehmen. Das Beste wird wohl sein, wir nehmen sie mit zum Revier. Da wird sich alles klären. Ich hab's gewusst. Ich hab's die ganze Zeit gewusst. Ja, ich muss mich beeilen. Die Groschen sind gleich zu Ende. Ja, also schönen Gruß an alle und sage Elsbeth, ich schreibe ihr demnächst. Ja, ja, hab ich doch gesagt. Hörst du denn nicht zu? Ja. Nein, ich muss Schluss machen. Andere wollen ja auch. Also tschüss. Pardon, Monsieur. Darf ich da jetzt rein? Es regnet ein wenig. Natürlich. Merci. Sagen Sie, stimmt was nicht? Ist Ihnen was passiert? Meine Villa ist zerstört. In Katastrophe. Alles in Trümmern. Großer Gott. Gasexplosion? Ich weiß nicht. Auf einmal... Wo soll ich denn jetzt hin? Ich habe kein Zuhause mehr. Ja, Sie können aber nicht einfach so durch die Straßen irren. Und in der Aufmachung. Haben Sie denn keine Verwandten? Nein. Nein? Nein. Na, aber irgendjemand müssen Sie doch kennen. Oh.
Ich hatte da eine sehr gute Freundin, aber das ist schon lange her. Na bitte, rufen Sie an. Haben Sie die Nummer? Die Nummer vom Fernsprechapparat. Ja. Oh, mon Dieu, das ist zu lange her. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Wie ist denn der Name Ihrer Freundin? Patricia von Weber. Weber. Augenblick mal, das haben wir gleich. Weber. Hier. Steht nur ein von Weber drin. Ach. Hast du das auch gut überlegt? Das sollte ich ja genug zeigen. Und gleich hier so Knall auf Fall rausziehen. Von Weber? Moment bitte. Hier. Hallo. Viel Glück. Merci. Hallo? Hier ist Henriette. Henriette? Kenne ich nicht. Ja, da müssen Sie falsch verbunden sein. Wieso? Ist er nicht bei Patricia von Weber? Patricia? Sagen Sie mal, wer sind Sie? Henriette von Südeck. Ich bin eine gute alte Freundin von Patricia. Ja, wissen Sie denn nicht, dass meine Tante, also sie ist, wir haben doch alle benachrichtigt. Also Moment mal, da ist jemand dran, behauptet, eine gute Freundin von Tante Patricia zu sein. Was? Ja? Lass mich mal. Hallo? Patricia, hallo! Das ist doch wohl ein dummer Scherz, wer sind Sie? Henriette! Erinnerst du dich nicht mal an deine gute alte Freundin Henriette? Wir haben uns doch vor 85 Jahren im Badeclub Blaue Nixe kennengelernt. Vor 85 Jahren, bei Ihnen piept's wohl. Verrückte. Hilfst du mir mal mit dem Koffer? Du, Carla, willst du es dir nicht noch mal überlegen? Sieh mal, so schlecht war doch unsere Ehe gar nicht. Ich habe doch nie gesagt, dass sie so schlecht war. Nur komm. Hilf mir doch bitte mal. Du, das erinnert mich an unsere Hochzeitsreise. Weißt du noch? In Rom, das Hotel? Wo wir auch so wahnsinnig schnell die Koffer packen mussten, um noch vor 12 Uhr aus dem Zimmer zu sein. Ach du, das war aber ein süßes, kleines, romantisches Hotel. Ben, wenn du glaubst, mich jetzt auf die rührselige Tour weichkochen zu können, dann... Es war ein süßes, kleines Hotel. Na, siehst du. Trotzdem, mein Entschluss steht fest. Drücken. Nicht da, hier. Weber. Von Weber, Offenburger Straße, 17. Ja. Was ist? Telefonieren Sie noch? Nein. Na, dann kommen Sie raus. Ja, es regnet und kalt ist es auch. Mensch, das ist eine Telefonzelle und keine Wärmestube. Also los, mach die Fliege. Wie bitte? Junger Mann, Sie wissen wohl nicht, mit wem Sie reden. Ich bin Freifrau Henriette von Südeck. Alles klar, und ich bin Prinz Charles. Nun mach schon. Du sollst abschwirren. Ich werde Ihnen Manieren beibringen, Sie Pflege. Moment mal. Au, au! Also dann, mach's gut. Hey, Ben. Steh doch nicht da wie so ein begossener Pudel. Guck mal, wir trennen uns ohne Hass, ohne Szenen. Wir sind einfach zu verschieden. Wir haben es irgendwie nicht gepackt, wir haben irgendwie versagt. Ach Ben, ich bitte dich, 7 Jahre. Andere haben es nicht mal so lange geschafft, danke. Vergleichsweise stehen wir doch so richtig gut da. Vergleichsweise, ja. Und vergiss nicht, ist ja erstmal nur auf Probe. Ach du, mit dem Auto, hast du dir das schon überlegt? Ach ja, komm, ich gebe dir den Schlüssel. Ja. Was denn? Du überlässt mir wirklich das Auto? Naja, zunächst erstmal auf Probe. So. Danke. Jetzt bringe ich deinen Koffer runter. Oh, nee, du. Also bloß keine kitschigen Szenen vor der Haustür. Du hast recht. Also dann, mach's gut. Mach's gut. Das war's. Sind Sie denn in den Wagen gekommen? Durch die Tür. Dann kommen Sie her, in dem Fummel? Aus meiner Villa. Aber die ist zusammengebrochen. Zusammengebrochen. Verstehe. Fahren wir jetzt los. Wohin, Gnädigste?
Offenburger Straße 17. Offenburg, alles klar. Dann können Sie das nicht nachher machen. Sie verstauben ja die ganzen Polster. Oh, pardon. Ach, du bist Vincent. Hallo, Ben. Ich habe Carla gerade eben wegfahren sehen. Ich dachte, ich komme mal rein auf den Sprung. Hm? Mensch, Junge, ich weiß, wie dir jetzt zumute ist, aber glaub mir, alles hat seine zwei Seiten. Komm, jetzt stoßen wir erstmal auf dein neues Leben an. Mensch, du bist wieder frei. Dann komm rein. Danke. Da gibt's nur eins, Ben, stürz dich in die Arbeit. Denk an dein kreatives Potenzial. Du bist ein begabter Texter, Ben. Du bist der begabteste Texter, den ich kenne. Aha. Aber ja, Ben, deine Gebrauchsanleitung für den Videorekorder PX8. Mensch, jeder Idiot kann das Ding jetzt bedienen. Ja, beruhigt mich ja ungemein, dass ich bei Idioten Erfolg habe. Oh, Ben, komm. Ja, komm, komm, komm. Die optische Gestaltung des Prospekts durch dich ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Ne? Okay, okay, okay. Also, du bist ein guter Texter, ich bin ein guter Grafiker. Wir sind die Größten. Genau. Wir sind so großartig, dass uns sogar die Frauen weglaufen. Das sind doch zwei völlig verschiedene Dinge, Ben. Das muss man trennen. Was ist, wenn sie es nicht packt? Ihren neuen Job? Empfangsdame im Hotel. Wer weiß denn, ob sie das überhaupt durchsteht? Und wenn nicht? Wer zahlt ihr denn dann die Miete für die Wohnung, die sie sich mieten wird? Und dann Kleidung und Essen? Du hör mal, das bedeutet für mich doppelte Haushaltsführung. Und zurück kommt die nicht, das sage ich dir. Dafür kenne ich sie zu gut. Carla. Vielleicht wollte die mir nur einen Denkzettel verpassen. Aber jetzt lass ich sie zappeln. Immer mit der Ruhe. Okay, okay, dann gehe ich. Ah, Carla. Oh, Vincent, hallo. Ich hab was vergessen. Komm nur rein. Ach, hier wird schon gefeiert. Nein, 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 nein. Vincent und ich haben nur angestoßen, weil wir einen bombastischen Auftrag an Land gezogen haben, nicht? Ja, er sagt es. Gratuliere. Du entschuldige, es ging von alles so schnell und ich war wohl auch etwas durcheinander. Aber. Du bist zurückgekommen, das sagt alles. Du hast vergessen, mir die Wagenpapiere zu geben. Wagenpapiere? Du, da ich schon mal hier bin, ich hätte so wahnsinnig gern das Hochzeitsgeschenk von Tante Patricia. Was? Ja, die Standuhr, danke. Ach, du weißt doch, wie sehr ich an ihr hänge. Sie erinnert mich nun mal so sehr an Tante Patricia. Ach. Und ich dachte immer, Hochzeitsgeschenke erinnern an die Hochzeit. Ben, bitte. Naja, bitte, aber die kannst du doch beim Möbeltransport mitnehmen. Ich weiß sowieso noch nicht, ob ich die Möbel abholen lasse. Die ganzen Erinnerungen, das viel zu belasten. Ich kann vorübergehend sowieso im Hotel wohnen. Ach, mich belasten diese Erinnerungen wohl nicht, was? Kümmerst du dich um das Grab von Tante Patricia? Ich werde in der nächsten Zeit nicht dazukommen. Na und ob? Ich werde von morgens bis abends da sein. Da bin ich wenigstens an der frischen Luft. Das ist genau der richtige Ort, um über den Sinn des Lebens nachzudenken. Ja, mach das. So, Ben. Bitte sag mir, ich hätte es ja wirklich am Schluss. Moment, Vorsicht. Das ist doch viel zu kompliziert. Guck mal, ich hab das sonst nicht. Na, da werden sie wohl kein Glück haben. Die sind gerade weggegangen. Die müssen sie doch noch gesehen haben. Ach. Und wann kommen Sie wieder? Fragen Sie mich mal was Leichteres. Dann warte ich vielleicht in der Wohnung. Haben Sie denn einen Schlüssel? Nein. Na, dann wird wohl nichts daraus werden. Wer sind Sie überhaupt? Hallo? Hallo? Vincent hat recht. Ich bin frei. Ja, immerhin etwas.
bin zwar jetzt alleine, aber ich bin frei. Na dann, auf die Freiheit. So, und jetzt stürze ich mich in die Arbeit. Oh, hallo, Monika. Ja, ich bin's. Können Sie mich mal mit dem Chef verbinden? Danke. Hallo, Chef? Ich bin... Bitte? Nein, nein, danke, danke, es ist alles okay. Chef, ich wollte mal rüberkommen, wegen unseres neuen Plakates. Also, ich finde, die Spannung zwischen der Headline und dem Bildmotiv, das stimmt noch nicht ganz. Genau. Ja, und ich habe hier ein paar neue Vorschläge für die Headline. Ja. Also, schön. Mhm. In einer Viertelstunde bin ich drüben. Ja? Patricia, sie ist von uns gegangen. Wer sind Sie? Jetzt habe ich überhaupt niemanden mehr, an den ich mich wenden kann. Hören Sie mal, ich möchte endlich wissen, wer Sie sind. Oh, pardon. Freifrau Henriette von Südeck. Was? Ach, Sie. Sie haben doch vorhin hier angerufen. Ja. Wie sind Sie denn hier reingekommen? Durch die Tür. Arme, arme Patricia. Durch die Tür? Ich dachte, die habe ich zugemacht. Und wer sind Sie? Ich glaube, es wäre an der Zeit, wenn auch Sie sich einmal vorstellen. Ich? Es wäre unhöflich, wenn Sie es nicht täten. Also, ich? Unhöflich? Sie dringen hier einfach so mir nichts, dir nichts ein und dann verlangen Sie von mir, dass ich mich Ihnen vorstelle? Dann sage ich mal, wo sind wir denn hier? Wer bin ich denn? Ja, genau das möchte ich wissen. Wer sind Sie? Ja, gut, gut, gut. Benedikt von Weber. Ich bin ein Neffe von Patricia von Weber. Und ich wohne in dieser Wohnung. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie... Sag mal, woher kennen Sie eigentlich meine Tante? Nun, ich war Ihre beste Freundin. Wir sind zusammen aufs Lyzeum gegangen. Ach, Sie... Sie sind zusammen zur Schule gegangen. Sie beide. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so offen frage, aber sind Sie in ärztlicher Behandlung? Mon Dieu, ich habe seit 80 Jahren keinen Arzt mehr gesehen. Hat Patricia hier gewohnt? Früher wohnte sie doch in Berlin-Grunewald. Ja, das stimmt. Und nach dem Krieg, da ist sie umgezogen, hierher. Und dann hat sie uns diese Wohnung vererbt. Uns? Sind Sie verheiratet? Ja. Nein. Doch. Wir leben sozusagen, das heißt, getrennt. Wir leben vorübergehend. Sagen Sie mal, warum erzähle ich Ihnen das alles? Sie tauchen hier plötzlich auf und reden wirres Zeug. Ich finde, Sie reden wirres Zeug. Ich? Ja, dann könnte ich doch vielleicht hier einziehen. Ach, die Möbel in dieser Wohnung erinnern mich so an früher. Ja, ja, ich glaube, hier könnte ich mich wohlfühlen. Was denn, Sie wollen hier einziehen? Ach, ich verstehe. Ja, dann setzen Sie sich doch erstmal, ja? Ich mache Ihnen einen Tee. Oh, très joli. Ja, auch das. Und Sie bleiben schön hier, ja? Und danach reden wir weiter, ja? Charmant. Hallo? Ja, ist da der ärztliche Notdienst? Ja, hören Sie. Bei mir ist hier eben eine merkwürdige Person aufgetaucht. Eine Frau in einem Morgenmantel und die redet wirres Zeug. Aber sie verfügt erstaunlicherweise über sehr gute Informationen über meine Tante.
Ja, sie behauptet, sie wäre mit ihr in die Schule gegangen. Dabei ist sie höchstens 35 Jahre alt. Was? Ja, nicht meine Tante. Meine Tante ist 93, ist doch längst tot. Bitte? Ja, Entschuldigung, ich werde versuchen, mich etwas deutlicher auszudrücken. Der Name, Patricia von Weber. Ach, mein Name, Benedikt von Weber. Ich dachte, Sie wollten mir Tee machen. Sie sind also ein Lügner. Das stimmt mich traurig. Der Gedanke, mit einem Lügner unter einem Dach leben zu müssen. Sie müssen doch hier gar nicht leben. Liebe Frau. Sorgen Sie doch einfach Henriette zu mir. Wir sind doch beinahe verwandt, nicht wahr? Benedikt. Also, Henriette. Ja. Ich weiß nicht, woher Sie das hier alles wissen. Sammeln Sie Zeitungsausschnitte oder haben Sie Todesanzeigen gelesen? Benedikt, wir sollten jetzt nicht in der Vergangenheit kramen, wir sollten nach vorne sehen. Ich bin keine leichte Mitbewohnerin, aber ich denke, wir werden trotzdem gut miteinander auskommen. Glauben Sie an Geister? An Geister? Ja, ich bin ein Geist. Ein Geist? Ein Geist, natürlich, natürlich. Ja, ja, ich habe ja überhaupt nichts anderes vermutet. Ich freue mich, dass Sie für meinen Zustand Verständnis haben. Und ich bin sicher, wenn wir erst einmal eine Weile hier zusammen wohnen... Halt mal, ich will Ihnen ja gerne helfen und deshalb rufe ich jetzt die Polizei an. Nein. Doch, die werden sich um Sie kümmern. Ich kann das nicht. Ja, aber wollen Sie denn nicht, dass ich hier wohne? Nein. Ja, wo soll ich denn hin? Wo soll ich eine angemessene Herberge finden? Schließlich bin ich eine von Südeck. Das ist doch wunderbar. Wenn Sie eine von Südeck sind, dann gehen Sie doch dahin, wo Ihre Ahnen leben. Nach Sanssouci oder... Schloss Charlottenburg. Ich bin enttäuscht. Ich bin sehr enttäuscht. Die Menschen scheinen sehr hartherzig geworden zu sein. Hallo? Ja, hier ist Schade. Frau Weber. Passen Sie auf, es ist passiert. Ich bin heute nach Hause gekommen und da ist hier eine Frau und die behauptet... Moment. Es hat sich erledigt. Sommer 1904. Na, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Betrieben das Schlafgemach der Königin Mutter, gerade in diesem Zimmer, dessen Einrichtung nahezu vollständig kalt ist, habe ich immer wieder das Gefühl, als warten die Möbel nur darauf, dass einer der Hohenzollern oder wenigstens einer der Verwandten dieser weit verzweigten Familie hinher zurückkehrt, um dieses Gemach wieder mit neuem Leben zu erfüllen. So, und nun haben wir gerade noch etwas Zeit, einen Blick in die Bibliothek zu werfen, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Verschwinden Sie sofort! Dies ist zwar nicht der passende Ton, aber wenn Sie es wünschen, bonne nuit. Ein schwerer Tag. Und für mich auch. Gute Nacht.